Ja, ihr Lieben, es ist Sommer, ne? Aber gerade fühlt sich so ein bisschen, noch ein bisschen früher im Jahr an, wie Frühling. Und ich finde, das passt irgendwie auch, weil es ist so, finde ich, so die Zeit nach der Corona-Zeit, nach dem langen Corona-Winter. So wie im Frühling geht jetzt einiges los, einiges bricht so auf. Veranstaltungen gehen wieder los, dass Kindergottesdienst wieder vor Ort ist, dass andere Veranstaltungen losgehen, dass wir uns treffen dürfen, privat, andere Sachen gehen los. Das ist einfach schön, das ist einfach gut. Und ich glaube, wir haben so alle so ein ganz großes Bedürfnis, Sachen nachzuholen. Und gerade deswegen finde ich die Frage wichtig, ja, was ist denn wirklich wichtig jetzt? Was ist wirklich wichtig für uns? Worauf kommt es an? In der Gemeinde und auch in deinem persönlichen Leben. Und unser heutiger Bibeltext, Hermann Josef hat ihn sehr schön gelesen, der sagt da einiges dazu. Es geht um König David. König David, der das zerstrittene Volk Israel geeint hat, der es dem Volk Frieden gegeben hat, nach außen vor den Feinden, eine Hauptstadt gegründet hat, Jerusalem, und der so in seinem Palast sitzt und so sich überlegt, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, ganz wichtiges, tolles Baumaterial, aber die Bundeslade von Gott, die ist immer noch in einem Zelt gelagert. Das passt doch irgendwie nicht. Und er äußert diese Gedanken zu Nathan. Natürlich, er hat eine Idee im Hinterkopf. Und der Prophet Nathan sagt, einfach machen. Einfach machen, na klar. Das nehmen wir doch alle mit Handkuss, wenn da jemand ist, der sich einsetzen will, der sich einbringen will, der Energie hat, das ist doch super. Die Bundeslade, die kennen wir vielleicht aus Kinofilmen, wo dann Archäologen danach suchen, wo sie denn heute ist. Die stammt aus der Zeit von Mose, als das Volk Israel Sklaven in Ägypten war und Gott unter Mose dieses Volk befreit hat. Hat es befreit aus Ägypten, in die Wüste geführt und dort einen Bund mit diesem Volk geschlossen. Ihr kennt vielleicht das Wort Ehebund. Wenn ein Mann und eine Frau einen Ehebund eingehen, heiraten, sich die Treue versprechen. Und genau das nimmt Gott auch als Bild für das, was er mit seinem Volk, was er mit Menschen tut, dass er einen Bund eingeht, eine Bundesbeziehung. Er hat seinem Volk versprochen, dass er bei ihm ist, dass er es schützt, dass er es begleitet. Und die Bundeslade, die war im Grunde genommen wie so ein Ehering. Wie so ein Ehering, der uns auf unseren Wegen begleitet, uns erinnert, ich bin verheiratet. So war diese Bundeslade das sichtbare Zeichen für dieses Volk. Wir sind verheiratet, wir haben einen Gott, der für uns ist, der bei uns ist. Und auch wir wollen diesem Gott treu sein. Wir haben ihm ja auch die Treue versprochen. Passenderweise in der Bundeslade befanden sich die Tafeln mit den 10 Geboten. Das erste Gebot, wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, dein Befreier, der dich aus Ägypten geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben. Das Volk hat versprochen, so soll es sein. Viele Menschen sagen, Gottes Gebote, die machen unfrei. Ich würde sagen, es ist genau andersrum. Gerade wenn für mich klar ist, Gott ist mein Gott, dann wird auch klar, alle anderen Sachen sind für mich kein Gott. Die Arbeit ist nicht mein Gott. Auch meine Ehefrau ist nicht mein Gott. Mein Geld ist nicht mein Gott. Ganz wichtige Sachen, dass das klar ist, immer wieder klar wird, weil alles so schnell in die Rolle dessen reinkommt, was mein Leben bestimmt und einengt und prägt. Also die Bundeslade, die war in einem Zelt untergebracht, die begleitete das Volk durch die Wüste, aber mittlerweile wohnte das Volk ja in festen Häusern, auch David in einem sehr repräsentativen Haus. Und David dachte, das wäre doch nur fair, wenn das für Gott auch so ist. Ich will diesem Gott einen Tempel bauen. Er hatte das Geld, er hatte die Zeit, er hatte die günstige Situation. Und doch dann, ja, Nathan sagt, ja klar, einfach machen. Aber dann sagt Gott in der Nacht zu Nathan, doch nicht, nee, was anderes ist jetzt wichtig. Nathan sollte zu David gehen und ihm so eine Frage stellen. Ihr kennt das, es gibt so fiese Fragen. Du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne? Das ist mehr als nur eine Frage. Das ist schon eine Antwort, nein.
das soll es jetzt nicht sein. Das ist jetzt nicht dran. Was anderes ist jetzt viel wichtiger. Und in dieser Botschaft von Gott durch den Propheten Nathan an David, da denke ich, sehen wir auch Sachen, die für uns in unserer Situation gerade wichtig sind. Erstens ist es ganz wichtig, dass wir klar haben, um welches Haus geht es denn? Welches Haus ist denn wirklich wichtig? David hätte spontan geantwortet, ja, jetzt ist mal das Haus Gottes, der Tempel dran. Der ist wichtig. Gott braucht jetzt ein angemessenes Haus. Und Gott fragt zurück, soll ich wirklich in einem Haus aus Steinen wohnen? Erinnert David, ich habe das nie verlangt von meinem Volk, dass ihr mir ein Haus aus Stein baut. Ja, es passt zu mir, dass ich in einem Zelt wohne, weil ich bin ein lebendiger Gott, ein beweglicher Gott, ein freier Gott, der nah ist bei seinem Volk, der sich nicht einmauert. Und außerdem, Gott ist viel zu groß für jedes Haus auf dieser Erde. Als Salomo dann doch den Tempel baut, Davids Sohn, da betet er bei der Einweihung passenderweise, Gott, die ganzen Himmel, die können dich nicht fassen. Die sind zu klein für dich. Umso mehr ist dieses Haus zu klein für dich. Ja, es ist so. Und dann sagt Gott dem David noch was anderes. Viel wichtiger als der Tempel ist jetzt ein anderes Haus. Ich, Gott, ich werde dir ein Haus bauen. Ein Königshaus. Was ist ein Königshaus? Ist heute noch dasselbe. Wenn wir vom britischen Königshaus reden, dann reden wir nicht vom Buckingham Palace oder irgendwas, dann meinen wir die königliche Familie von England. Königin Elisabeth und ihre Nachkommen, die nach ihr König werden. Und genau das meint Gott hier auch. Gott baut David ein Haus, nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Er schenkt David Nachkommen, die nach David König werden. Und zwar, das ist die spannende Aussage, nicht nur einen, nicht nur zwei. Nein, die Nachkommen von David, die sollen für immer Könige von Israel sein. Durch diese Nachkommen will Gott sein Volk Israel, das Haus Israel schützen, stärken, begleiten, versorgen. Das verspricht Gott hier dem David. Und einer von diesen Nachkommen, der wird auch den Tempel bauen. Nicht du, David, aber der wird das machen. Und genau solche Aussagen in der Bibel sind der Grund, warum die Leute zur Zeit von Jesus so drauf gewartet haben. Ja, jetzt herrschen die Römer, aber es wird mal ein Sohn Davids König werden. Das wird so kommen, der Messias, der dem Volk endlich Frieden gibt. Das wird so sein. Was bedeutet das jetzt für uns heute? Es ging mir oft so in der Corona-Zeit, wenn ich so am Gemeindehaus vorbeiging, da war das so ein trauriges Gefühl, ne? Da steht dieses schöne Haus und es steht leer. Viel, was sonst da ist, findet gerade nicht statt. Und es ist schön, dass das jetzt anders ist. Es ist schön, dass wir dieses Haus wieder mit Leben füllen. Und das wollen wir und viele Veranstaltungen starten, das ist gut. Es gibt auch neue Ideen, was wir neu machen wollen. Eheabende zum Beispiel, super. Und doch stellt sich auch uns die Frage, ja, was ist denn wirklich wichtig? Welches Haus ist denn wirklich wichtig? Wichtiger als der Tempel damals ist das Königshaus, sagt Gott dem David. Und vor allem der Nachkomme von David, von dem Gott sagt, ich will für ihn Vater sein, er wird für mich Sohn sein. Von wem ist denn da die Rede? Christen sind überzeugt, Gott redet da von Jesus. Jesus, dem Sohn Davids, der in der Stadt Davids geboren ist, in Bethlehem, aber in einem Stall. Jesus, der wahre König Israels, ja, der König der ganzen Welt, aber der König, der keinen Thron sich sucht, sondern der ans Kreuz geht. Und gerade so baut Jesus den wahren Tempel. Gerade so schafft Jesus den Ort, wo Gott und Mensch zusammenkommen können, wo der heilige Gott und wir unheiligen Menschen uns begegnen können. Ja, Jesus ist das Fundament, der Grundstein von Gottes Haus. Gott will eben nicht ein Haus aus Stein, er will ein Haus aus Menschen.
Wir haben es gerade in diesem Lied gesungen. Wir als Gemeinde, als weltweite christliche Gemeinde, wir sind Gottes Haus. In 1. Korinther 3, Vers 16, da erinnert der Apostel Paulus die christliche Gemeinde in Korinth daran: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und Gottes Geist in euch wohnt? Wisst ihr das nicht? Habt ihr es vergessen, dass ihr Gottes Tempel seid und Gottes Geist in euch wohnt? Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel, der seid ihr. Ja, wir haben ein wunderschönes Gemeindehaus und da soll wieder Leben rein, absolut. Aber wichtiger als das Haus aus Stein oder Holz ist was anderes, dass Jesus zu uns gekommen ist. Aus dem Haus Davids. Dass dieser Jesus es möglich macht, dass wir zu Gottes Haus dazugehören. Dass du und ich, dass wir uns auf diesen Jesus einlassen, ihn in unser Haus hineinlassen. Jesus, den König, der für uns gestorben ist. Und dass Jesus dich und mich hat. Dass wir in seiner Nähe leben. Dass wir eine Gemeinschaft sind, die mit Jesus unterwegs ist. Jeder ganz persönlich. Wir in kleinen Gruppen und sonntags im Gottesdienst zusammen. Jeder ganz persönlich und wir alle zusammen. In Gottes Nähe blühen wir auf. In seinem Haus. In seiner Gegenwart. Da, wo Gott uns einlädt, wo Gott uns Heimat gibt. Dieses Haus aus Menschen, das liegt Gott am Herzen. Das ist das Wichtigste. Und das müssen wir, denke ich, immer wieder mal klarkriegen. Die Gewichte richtig verteilen. Und Gott sagt David noch was Zweites. Nämlich die Frage, wer baut denn dieses Haus? Wer baut denn dieses wichtige Haus? David hatte sich gedacht, na klar, ich bin König, ich habe die finanziellen Mittel, ich habe die Befehlsautorität, ich habe die Kraft. Ich mache das. Ich kümmere mich darum. Chefsachen eben, ne? Er wollte sicher Gott seine Dankbarkeit zeigen, dem Gott, der ihm so viel geschenkt hatte, so viel Gutes getan hatte. Er wollte, dass Gott in ein gutes Haus kommt. Ich glaube, ganz gute Motivation. Aber das kann ganz, ganz leicht kippen, dahin, dass wir Menschen uns selbst in den Mittelpunkt stellen. Und deshalb holt Gott diesen David so ein bisschen wieder runter auf den Boden, ne? Und sagt ihm in Vers 8, warum bist du eigentlich König? Ich habe dich von der Weide und von der Herde weggeholt, damit du Fürst über mein Volk Israel wirst. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gegangen bist. Ich habe alle deine Feinde vor deinen Augen vernichtet. Ich habe mich um dich gekümmert. Ich habe das gemacht, dass du jetzt König bist. Und ich werde auch in Zukunft bei dir sein. Darum geht's. Und ich werde dir auch das Königshaus bauen. Ich mache das. David, schau nicht so sehr auf dich, was du tust, was du kannst, was du hast. Schau auf mich, den Gott Israels. Und ich glaube, was ganz Ähnliches will Gott uns heute auch sagen. Denn auch wir stehen ja oft in dieser Gefahr, fast schon ständig, würde ich sagen, viel zu sehr auf uns selber zu schauen. Und wenn wir uns selber schauen, dann denken wir entweder viel zu hoch für uns, von uns selber. Ich habe doch alles im Griff. Ich bin doch ein anständiger Mensch. Ich bin doch Pastor. Ich bin Leiter, Hauskreisleiter. Seit 50 Jahren Christ. Ich weiß, wie Gemeindebau geht. Gott kann froh sein, dass er mich hat. Das sind so Gedanken, ne? Oder wir denken ganz, ganz klein von uns. Und sagen, ach, was soll Gott schon mit mir anfangen können? Ob ich das überhaupt verdiene, bei ihm zu sein? Ob er überhaupt was mit mir zu tun haben will? Zwei Arten, uns auf uns selber zu schauen. Ganz unterschiedlich, mal viel zu hoch, mal viel zu niedrig. Und Gott ruft uns, ruft dich und mich. Hey, schau mal weg von dir, schau auf mich. Ich hole dich weg von der Weide. Ich hole dich weg von der Wiese deiner Selbstfixiertheit, deiner Selbstzweifel und deiner Überheblichkeit. Ich hole dich da raus.
Durch Jesus schenke ich dir meine Nähe. Durch Jesus. Durch seinen Tod und seine Auferstehung, durch Gottes Geist, schenke ich dir Heimat in meinem Haus, in meiner Gemeinde, in meiner Nähe. Das ist mein Geschenk an dich, dass ich dir nahe bin, dass du Teil meiner Gemeinde sein darfst. Und es ist schön, dass du dich einsetzt für diese Gemeinde. Und das braucht es auch, ja. Aber vergiss nie, wer diese Gemeinde gebaut hat, wer sie weiterbaut und wer sie in Zukunft bauen wird. Und das bin nämlich ich. In der Gemeinde in Korinth, da war es so, dass einige Christen gesagt hatten, Mensch, also der Paulus, der ist ja wohl richtig klasse, den braucht's. Und andere gesagt, nee, wir finden den Apollos viel besser. Und Paulus schreibt diesen Leuten, 1. Korinther 3, 5 und 6, Apollos und ich, wir sind nichts anderes als Diener Gottes. Ja, ich, Paulus, habe gepflanzt. Ja, der Apollos, der hat gegossen. Aber Gott hat das Gedeihen geschenkt. Es ist so wichtig, dass wir das immer, immer wieder klar kriegen, klar bekommen. Gott uns das klar machen lassen. Gott baut sein Haus. Gott baut seine Gemeinde. Lange bevor wir da waren, bevor wir angefangen haben, solange es auch ist, wie du da bist, hat Gott schon gearbeitet. Und wenn du Pause machst, dann macht Gott weiter. Und wenn du mal die Arbeit niederlegst, dann wird Gott weitermachen. In seiner Nähe blühen wir auf. Nicht in der Nähe irgendeines Menschen. Wir brauchen immer wieder diesen klaren Blick. Es geht um Gottes Haus. Es geht um Jesus. Um seine Gemeinde. Und er baut dieses Haus, diese Gemeinde. Und diese Einsicht, die macht uns demütig. Das ist mein dritter Gedanke. Demut in Gottes Haus. Was ist Demut? Manche verstehen unter Demut, dass ich mich ganz, ganz klein mache, sodass ich hier unter der geschlossenen Tür durchgehen könnte. Das ist Demut? Ich würde sagen, Demut bedeutet, dass ich eine realistische Sicht auf mich kriege, wer ich vor Gott bin. Wir sehen das an David. Als Gott ihm diese Botschaft gibt, was macht David da? Er geht zu Gott, wahrscheinlich zu dieser Bundeslade, und er setzt sich auf den Boden. Er setzt sich auf den Boden. Dass ein König sich auf den Boden setzt, das geht doch nicht, oder? Oder ein Pastor, der predigt. Geht doch nicht, macht doch die Hose dreckig, ist doch unwürdig. Aber genau David will damit was ausdrücken. Er will ausdrücken, Gott, vor dir bin ich klein. Und das ist mir klar, das weiß ich. Ich bin nicht ärgerlich, dass du mir gesagt hast, nein. Ich ziehe mich nicht beleidigt zurück, nein. Ich akzeptiere das und ich komme vor dich, weil ich weiß, ich bin vor dir klein. 10-mal nennt er sich in seinem Gebet, wir haben nur einen Teil gelesen, lest es mal. 10-mal sagt er, Gott, ich bin dein Knecht, du bist mein Gott, ich bin dein Knecht, dein Diener. Er macht sich klein vor Gott, aber nicht nur das. Er weiß auch, dass Gott ihn groß macht. Er freut sich über dieses riesige Geschenk, das Gott ihm macht. Vers 18, ganz spannend. Wer bin ich, mein Herr und Gott? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher geführt hast? Da ist beides drin. Einerseits diese Demut. Wer bin ich? Wer ist mein Haus? Aber gleichzeitig diese Größe, dieses Staunen, dass du mich bis hierher geführt hast. Eigentlich verdiene ich es nicht. Und doch gibst du mir diese Position, diese Nähe, dieses Geschenk. Und du schenkst mir noch viel mehr. Das ist gute christliche Demut. Ja, ich bin vor Gott klein. Ich bin unheilig. Aber Gott ruft mich in seine Nähe. Er gibt mir Wert. Er gibt mir Heimat in seinem Haus. Das bin ich. Dazu macht er mich. Und ich bin überzeugt, das ist auch ganz wichtig für uns. Demut in Gottes Haus. Demut in seiner Gemeinde. In der Corona-Zeit, da mussten wir alle zwangsweise Demut lernen. Ne? Wir mussten lernen, wir können gerade nicht so, wie wir wollen. Es geht nicht so, wie ich es gern hätte. Ich persönlich habe in den letzten Monaten auch viel Demut lernen müssen und lernen wollen. Demütig mit eigenen Ideen umgehen. Demut im Umgang mit Situationen, mit Menschen. Das lernt man meistens in schwierigeren Zeiten, das mit der Demut. Aber sie ist so, so wichtig,
für uns alle. Und deshalb ruft Paulus die christliche Gemeinde auf. Philipper 2, Vers 3. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. In Demut, in guter christlicher Demut. Und ich möchte mal in Demut mal ein paar Vorschläge machen. Was kann das denn bedeuten, dass wir als Gemeinde, wir alle miteinander, in Demut einander höher achten als uns selbst? 5 Gedanken sind mir dazu gekommen. Ich fange mal an ganz oben. Demut als Leitung. Demut als Leitung. Ja, die Leitung soll Entscheidungen treffen. Das ist ihre Aufgabe von Gott. Aber die Leitung darf nie sagen, ja, wir wissen alles. Wir haben es nicht nötig, dass jemand uns was sagt. Nein, Gemeinde, Leitung, Leitung in Gemeinde soll zuhören, soll hinhören. Vor Entscheidungen, auch nach Entscheidungen. Und manchmal muss mal auch was überdacht werden, ja. Demut als Leitung. Zweitens, Demut als Gemeinde gegenüber der Leitung. Demut gegenüber der Leitung heißt nicht, dass man immer alles schlucken muss und nichts sagen darf. Nein, man darf was sagen. Es ist so wichtig, dass wir miteinander reden. Aber Demut bedeutet, dass wir die Leitung respektieren. Dass wir zuhören und nicht denken, dass wir alles besser wissen. Zeig deinen Unmut in Demut. Drittens, Demut gegenüber der Gemeinde. Es passt total in unsere Zeit, dass wir Gemeinde als Dienstleister sehen. Ich suche mir eine Gemeinde, wo mir alles gefällt, wo alles nach meinem Geschmack ist. Na, mal sehen, ob die Musik und die Predigt und die Gottesdienstleitung mir heute schmeckt. Ob der Service stimmt. Aber in der Gemeinde sind wir keine Restaurantkritiker. Gott stellt uns in Gemeinde als Familie. Er stellt uns zusammen, damit wir gemeinsam Gott begegnen und wir einander dienen mit unseren Gaben. Viertens, Demut gegenüber den Neuen. Wer schon lange in der Gemeinde ist, der weiß natürlich viel mehr als jemand, der neu dazukommt. Geht gar nicht anders. Aber es kann ganz leicht passieren, dass man so denkt, ja, ich bin ja schon so lange hier, ich habe ein bisschen mehr zu sagen als die Neuen. Oder ich habe ein bisschen mehr Recht an dieser Gemeinde. Demut gegenüber Neuen heißt, wir machen es den Neuen leicht, hier reinzukommen. Wir heißen sie willkommen. Ja, wir nehmen Rücksicht auf sie. Und schließlich Demut alle gegenüber einander. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Gemeinde ist ein Übungsfeld der Liebe und Nächstenliebe. Und wo übt man Nächstenliebe? Ja, an denen, wo es mir nicht sofort locker von der Hand geht. Demut heißt, Nächstenliebe heißt, dass ich Rücksicht nehme auf andere und ihre Macken. Und dass ich auf meine Macken achte, um es den anderen leicht zu machen. Dietrich Bonhoeffer hat mal so eine ganz krasse Frage gestellt in seinem Buch Gemeinsames Leben. Er hat gefragt, ja, wie komme ich eigentlich in die Gemeinde? Mit welcher Haltung komme ich in die Gemeinde? Komme ich als Dankender oder komme ich als Fordernder? Das ist eine krasse Frage. Klar darf Kritik sein und muss auch mal sein. Aber wie komme ich denn? Komme ich als Dankender, dass ich freut, dass ich hier Heimat gefunden habe? Oder komme ich als Fordernder? Ich bin überzeugt, dass Gott uns heute jedem Einzelnen was ganz Wichtiges zu sagen hat. Gott erinnert uns, um welches Haus geht es denn? Es geht nicht um das Gebäude. Es geht auch nicht um meine Gemeinde. Es geht um sein Haus, um seine Gemeinde. Denn diese Gemeinde, die gehört Gott. Jesus ist das Fundament, der Grundstein. Wenn wir Gottesdienst drin feiern, laufen wir jedes Mal über so einen Stein, der uns daran erinnert. Jesus Christus, Grundstein der Gemeinde. Und durch diesen Jesus habe ich das Vorrecht, zu dieser Gemeinde zu gehören. Und wer baut diese Gemeinde? Nicht ich mit meiner Kraft, nicht du mit deiner Kraft. Nicht die wichtigen, unverzichtbaren Leute. Nein, Gott baut diese Gemeinde. Und er wird sie weiterbauen. Neue Menschen einbauen. Uns weiterbauen. Und er will uns gebrauchen dabei. Gott ruft uns auf, dass wir uns das immer wieder sagen lassen von ihm,
voneinander. Und dass er deswegen uns demütig in seinem Haus versammeln, demütig vor ihm und demütig gegenüber einander. Und genau dafür möchte ich jetzt gerne am Schluss dieser Predigt beten.